zusammen, herzlich willkommen zum Geschwätzblitz. Heute zu ungewohnt später Stunde. Ach, naja, es geht. Ihr seid alle noch fit, das Wetter ist auch immer noch für manche vielleicht zu gut zum Schachspielen, wer weiß. Wir hoffen natürlich, dass ihr trotzdem zahlreich mitmacht. Sind wir uns eigentlich sicher, sind doch schon einige Challenges da. Und der Chat ist auch schon aktiv, also kann es eigentlich auch schon losgehen, ne? Na, dann starten wir. Gehen wir wie immer in die Playzone. Nehmen unseren Zufallsgenerator zu Hilfe und generieren den ersten Herausforderer. Ja, Russland hat China geschlagen bei der WM. Das ist gut. Kann man mal sehen, ne? Ja, so, da. Also, auf Chess24 gibt es auch immer aktuelle News. Wer multilingual ist, kann sich die auch in Spanisch und Englisch reinpfeifen. So, jetzt spielen wir aber gegen die 7. Und es sind genau 7 Challenges gerade aktiv. Na, mal sehen, wer die 7 ist. 4, 5, 6. Das Phänomen. Wie immer, Eröffnungswünsche, haut raus, sagt Bescheid, was ihr gerne sehen würdet. Und wir werden versuchen, das umzusetzen. Und sind wie immer gut vorbereitet mit einem Papier. Genau. Steht sogar schon drauf, weiß und schwarz. Genau. Und sonst noch nichts. Oh ja, und bevor ich das vergesse, hier im Chat ein bisschen runterscrollen. Damit wir auch mal auf dem aktuellen Stand sind. So sieht das aus. D5, na gut. Machen wir ein bisschen was Klassischeres. Springer C3, ihr kennt das. Ist eine meiner Hauptwaffen im Blitzen, aber... Heute mal solide, ja? Ja, aber ganz solide. Jetzt haben wir hier irgend so ein Standardzeug, würde ich mal sagen. Wir können auf D5 nehmen, müssen wir aber... Ernsthaft? Na, erinnerst du dich nicht an unsere, was wir auch postuliert haben? Es ist moderner. Ach so, ja, stimmt. Das hatten wir in der Lernstunde, ne? Genau. Aber die Eröffnung merke ich mir da ehrlich gesagt immer nicht so gut. Nee, ich auch nicht. Naja. Falkberg gegen Gambit, das ist etwas, du schreibst. Falkberg gegen Gambit, gegen Königsgambit, da das heißt, sind es etwas muss erstmal jemand gegen Königsgambit gegen uns spielen, ne? Mhm. Falk. Ja, das... Bär. Ich schreib's trotzdem auf. Okay, tu das. Besser ist gegen das. Gegen Königsgambit. Ja, dann haben wir ersten Paulsen. Springer F3. Das geht klar. Das warte, machen wir. Wo hast du denn das gelesen? Ach, da, ja. Ersten Springer F3. Wenn sonst nichts ist, das kriegen Paulsen, wir hin. Paulsen, das kriegen wir auch hin. Und Königsgambit kriegen wir auch hin, wenn man uns lässt. Sizilianisch ist ja ebenso drin. Sieht sie? Okay. Also, was macht denn Phänomen hier? Black Madima, das war mit Weiß, ne? Nee, mit Schwarz. Ich muss jetzt spielen. Black Madima Gambit ist mit Weiß, ja. War das gegen, das ist mit erstens D4, ne? Genau, und dann mit E4, F3. Das ist so halb seriös, würde ich mal sagen. Okay, Andi Gregor, ersten Springer F3 haben wir schon notiert. So, und jetzt wird es mal Zeit, dass wir irgendwelche guten Züge machen. Er möchte C5 spielen. Dementsprechend ist Springer E4 eine Maßnahme, um das kurzfristig zu unterbinden. Wenn er nimmt, nehmen wir zurück. Ich soll gegen dich antreten, gegen Königsgambit. Das ist der Plan unserer... Und erstens Springer C3. Das ist sehr, sehr flexibel und passt gut in unser Repertoire. Wann geht, ja, das kann auch in sehr viel übergehen. Vorzugsweise, so wie wir das spielen, dann Veresov oder die Jobava Pri-Variante. Französisch haben wir noch. Ach, siehst du wohl, er hat schon gespielt. Was machen wir denn da? Hä? So, wir könnten einmal Springer C6 ist schwach. D6 spielen und den Turm befragen. Wieso nimmst du nicht den C6? Das wäre zu offensichtlich. Naja, vielleicht macht er dann Läufer B7 und spießt sich ja, hier. Vorher einmal rausschlagen auf F6 natürlich. 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 Ich bin aber auch noch viel zu sehr im Quatschen, oder nicht? Ja, aber ich, oder was? Ich habe eine Sekunde auf die Partie geguckt. Und hast es sofort erkannt. Ja. Naja. Okay, Turm schlägt C6, Springer B8. Ist das was Nerviges? Ist was Nerviges. Machen wir trotzdem, damit das spannend bleibt hier. Dann was denn? Dann würde ich auf
Na, so. Na, so ist auch okay. Hättest du auf A6 dann genommen, oder was? Na, dann mit dem Läufer, dann hängt der Turm, dann können wir uns zurücknehmen. Ich hätte auf A6 genommen, dann auf B5, dann haben wir zwei starke Bauern der Zentralbauer, sodass die Türme noch nicht so wertvoll sind, würde ich mal behaupten. Und jetzt? Naja, jetzt ziehen wir den mal zurück. Ja. Und schauen mal, was er macht. Kannst du gerade... Bist du gerade aufnahmefähig? Klar. Hier hat jemand eine Partie von dir in der Schachzeitung gesehen. Ist wohl aber schon ein bisschen länger her, wo du auf Bauernraub gespielt hast. Ging ja das Lampard, ja, wollte ich gerade sagen. Aber da bist du doch eher, sagen wir mal, klanglos untergegangen. Ah, Quatsch. Sag mal, klanglos. Hallo? Da war das nicht Theorie bis zum 20. Und naja, wo ist denn ein... Er hat irgendwie so ein recht aktuelles Buch von Negi gehabt und der hat was empfohlen und... Da habe ich dann wieder was drauf gespielt, was halt nicht so vorbereitet war von ihm. Mit dem Ergebnis, dass ich auch gut stand, hätte stehen können. Aber nur einen Zug lang, ne? Und dann halt irgendwie, ja, es vergeigt. Ja, hat. Aber es war, wenn man nicht weiß, dass das alles Theorie war. War das höchst beeindruckend, ja. Ja. Okay, was machen wir denn jetzt? Wir haben hier noch... Ja, im Mittal. Wenn alle Bauern auf Schwarz und nicht rochieren... Wir wollen ja auch noch ein bisschen Lernfaktor hier haben. Ja. Okay, was gibt's sonst noch? Schön ist im Chat. Ach so, ich lese hier mal fleißig vor. Ah, okay. Du wirst nichts verpassen. Oh, irgendein Smith-Mora-Gambit. Also Mora kenne ich. Aber nicht das von Schmidt. Also ich kenne das nicht, das von Schmidt. Vielleicht ist ja generell das ganze Mora-Gambit von... Schmidt? Ach, keine Ahnung. Wir haben hier Material mehr und trotzdem stelle ich mich irgendwie ein bisschen doof an, das zu verwerten. Wir haben einen schönen Bauern und das Läuferpaar. Trotzdem gefällt mir das nicht so ganz, was ich mache. Aber ein Schritt nach dem anderen. Jetzt heißt es erstmal die C-Linie erobern. Oh ja. Gönn dir hier was Feines. Genau, jetzt heißt es erstmal C-Linie bzw. den Läufer erobern. Kann er das noch verteidigen? Und was Springer C3 mäßig? Springer ist? C3 kann ich auf C6 nehmen. Und jetzt kann ich auch auf C6 nehmen. Das sieht gut aus. Evans oder Evans? Ja. Ich nuschel das jetzt einfach immer, dann merkt keiner, dass ich falsch bin. Ja, das ist immer so eine Frage, ne? Wir hatten da damals schon so einen kleinen Streit, ob das Evans Gambit ist oder Evans. Ich habe, glaube ich, immer Evans gesagt, oder? Oder ja. Habe ich immer Evans gesagt? Wie hast du es gesagt? Und ich habe Evans Gambit gesagt. Dann habe ich immer andersrum gesagt. Und meine Begründung war die... Ah, ich wollte gerade noch kommentieren, dass wir leider nur einen Elo-Punkt gewonnen haben. Oh ja, wir haben leider nur einen Elo-Punkt gewonnen. Wie ihr das hier gerade in der Vollbildansicht hättet sehen können. Begründung hinter Evans Gambit von mir war auch einfach, wir alle, die wir ein bisschen so, weiß nicht... Captain America kennt den Schauspieler und der wird auch immer angekündigt mit Chris Evans. Also, das ist meine Begründung. Okay, du hast aber, das alles. Aber wenn man das Wort even nimmt, was ja genauso geschrieben wird, nur mit einem S hinten. Was? Even? Odd und even? Das wird nicht so geschrieben. Nicht du gibst dich auch abwägen. Okay, komm mal schnell lieber wieder zur Partie. Ja, die das Partie. Ist echt nicht so. Gleich mal. Die Partie war interessant. Ich glaube, irgendwo rund um A5 und Läufer A6 hat da ein bisschen sich komisch aufgebaut. Typischerweise wäre es doch eher so, dass wir den Läufer nach C7 stellen, den Bauern nach A6, um den B-Bauern zu decken und dann selber mal C5 spielen mit Schwarz. Das wäre so das Typische, was man macht. In der Folge habt ihr ja gesehen, ne? Nach Springer D6 oder auch schon davor, der Bauer C6 ist rückständig. Wenn der nicht mehr zu C5 kommt, hat er einen dauerhaften strukturellen Nachteil. Und das hat sich dann auch irgendwann für ja, siehst du, das wird doch so geschrieben. Ja, even. Ach, aber nicht ach, even. Ach so. Ja, da habe ich jetzt Evans Gambit mit E geschrieben. Da war der Fehler. Du bist völlig durcheinander. Spiel mal lieber eine Partie Schach. Und die Partie Schach kannst du spielen gegen generier die 5. Gegen die 5 von unten kannst du diese Partie spielen. Ups, was mache ich jetzt?
komische Sachen, weiß ich nicht, ist egal. 4, 5 ging an die Gregor. So. Und du darfst jetzt machen. Erstens Springer F3, dann hättest du was abgehakt. Was? Erstens Springer F3? Ja, das ist schon der ganze Wunsch. Gut, fertig. Fertig. Da spiele ich jetzt Königsindisch im Nachzug. Ja, also in Irland wird das sicherlich so gesprochen, wie du ja das getan hast. Morra, Morra hast du auch schon aufgeschrieben. Was war nochmal? Morra Gambit war auf Sizilianisch D4C3, ja, ne? Genau. War Morra. Ja, da weiß ich noch, das habe ich noch im Kopf. Melanie hat sich da einmal gegen vorbereitet und hat die Gegner so auseinandergenommen. Das hast du irgendwie schon so oft erzählt. Für mich war das legendär, weil ich davor immer so ein bisschen nicht wusste, was ich dagegen spielen soll. Und danach habe ich mir gedacht, ich mache es genau wie Melanie. Hat's das seitdem mal? Nein, ich habe auch wieder vergessen, wie du das gemacht hast. Und du hast dich ja auch nicht mehr daran erinnert. Ich habe dich schon gefragt. Doch, ich weiß das noch. Aha. Mit E6 und A6 und B5 und dann irgendwann im richtigen Moment F6, wenn der Läufer nach G5 kommt. Smart. So müsst ihr spielen gegen Morra Gambit. Oh, jetzt haben wir es verraten, bevor wir es gespielt haben. Das war natürlich ziemlich... Naja, ziemlich, da kann man ja eh nichts gegen machen. Okay. Königs Gambit haben wir schon aufgeschrieben. Ja, jetzt wäre natürlich noch eine interessante Frage. Wir hatten letztes Mal in die Runde gefragt, wer Norway Chess gewinnen würde. Und ich erinnere mich, dass es einige Stimmen gab, die ganz klar für Avonian waren. Wenn wir jetzt noch wüssten, wer das wäre, wir könnten einen Preis ausloben. Irgendwas, weiß ich nicht. Vielleicht eine Tasse von Chess24 oder sowas. Irgendwas Cooles. Hätte Fahrradkette, ne? Ja. Ja, ja. Andi Gregor spielt immer äußerst solide. Ist ein relativ junger Spieler aus der Nähe von Braunschweig. Habe ich schon mal bei einem Turnier getroffen, ja. Neigt nur manchmal dazu, häufig Remis zu bieten. Gegen mich nicht. Gegen dich noch nicht, nein. Zu viel Respekt anscheinend. Oder zu wenig. Nee, ich habe das schon extra so interpretiert. So, dann. Dann lass mal krachen, wollte ich gerade sagen. Ja, auf F4 muss man immer EF dann rechnen. Ja. Egal, jetzt noch die Möglichkeit, Springer C4, Läufer H6 zu spielen oder so. Alles ganz schön schwierig. Aber manchmal ist es schlecht, wenn man so abschätzt, dass das gehen muss, weil wenn man denn mal konkret rechnet. Na gut, ich kann immer auf G6 zwischennehmen, ne? Mhm. Weißt du, wovon ich rede? Ja, EF, ja. DF, Springer E4. Ja, Springer G6. Ja, ja. Wie würdest du denn das Evans Gambit auf Sächsisch aussprechen? So sächsisch, wie es geht. Und los. Ganz spontan, ganz spontan. Ja, warte mal. Gerade muss ich kurz nachdenken. Beides parallel. Springer was mit Springer F5, ja, wollte ich gerade auch sagen. Evans? Oder Evans? Und das Gambit? 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 Herausforderung bitte mit 5 Minuten und nicht mit 3. Aber ja. Jetzt hier Sonnen auf irgendwas hat jetzt auch Evan wie Even geschrieben, so wie ich es ja auch vorhin dachte. Na, no, oder er hat die deutsche Lautsprache verwandt. Evans Gambit. Aber er hat gesagt, auch im Sächsischen kann man davon ausgehen, die Namen, die Eigennamen bleiben, so ist das so, ja? Ja, aber man spricht sie ja trotz, also... Trotzdem so, in dem Dialekt aus, wenn man ne? so richtig schön Englisch, nee, Sächsisch Englischt, Englisch spricht, dann klingt das ja auch immer interessant. Das Övens Gambit. Nee, Ofen wird daraus bestimmt nicht. Övens. Auch das nicht. So, hier, jetzt lass mal lieber wieder unsere Kompetenzen hier. Ich dachte, Sächsisch wäre unsere Kompetenz. Nein, deine okay. Auf jeden Fall nicht. Da habe ich ja schon ein paar Mal bewiesen. Was soll ich mal mit G4 spielen? Ach, hey. Also du nimmst oder einfach auf G6 raus und öffnest die Stellung fürs Löwhoppe. Nein, nein, du kannst es einfach nicht. Ich gebe mir aber Mühe. So. Ist doch nicht Löwhoppe. So, hier sehen wir das Löwhoppe. Nein, hör auf. Hör auf, das tut meinen sächsischen Ohren weh.
Ja, das tut mir sehr leid. So, und jetzt meiner Stellung tut es auch weh, weil ich mich jetzt nicht mehr konzentrieren kann. Zum Beispiel Läufer D5 Verballert. Schach gefolgt von Springer C4. Wie wäre das? Mit welcher Idee? Das Wieso Springer willst du den nicht nach E4 machen? Was soll er denn da? Kannst auch gleich Springer C4 machen, gefällt auch gut. Dann könnte eventuell. Ich will aber nicht nach C4. Jetzt hör mal auf, mir reinzureden. Okay. Ich rede dir ja auch nicht die ganze Zeit rein. Okay, Son of Sorrows kommt auf jeden Fall aus dem Erzgebirge. Hatte ich mal einen guten Freund, der aus dem Erzgebirge gekommen ist. War aber Thailänder gebürtig. Trotzdem war ich dort mal zu Besuch im Erzgebirge. Hör bitte auf. Ich meine das jetzt wirklich das ernst. Das macht dich echt aggressiv, ne? Na, das ist einfach peinlich. Dir, ja. Ja, Dir. Mir. Wenn die Sachsen so reden würden wie ich, also wie ich, dann könnte man sie nicht ernst nehmen. Nee. Ach, und ich kann dich jetzt auch nicht ernst nehmen, deswegen... Müsst ihr im Moment auch gar nicht. Ich sage ja auch gar nicht so viel zur Partie. Es wäre ja schön, wenn du trotzdem noch vernünftige Sachen von dir gibst. Okay, also... Weiß sollte jetzt irgendwie die Stellung öffnen. Oh, oder gleich irgendwie was tricksen. Was ja auch in der Stellungsöffnung gleich kommt mit Springer G5. Wenn Schwarz nicht aufpasst, könnte dann eventuell mal Dame B3 neben Springer F7 folgen. Oder Läufer D5. Mhm, ja, wobei ich bewusst Dame B3 gesagt habe, weil ich den eigentlich noch stärker finde. Aber ich denke, Melli steht hier besser und hat jetzt die Aufgabe, das Läuferpaar zu verwerten. Ja, vielleicht mit D4 Stellung öffnen, langfristig gesehen. Genau. Entwicklung vorantreiben und dann hast du ja auch noch einen recht saftigen Zeitvorteil. Ja. Oh, und ihr könnt es auch sehen, die Verbindung des Gegners wurde unterbrochen. Eieiei, na gut. Dann können wir schon mal drüber reden, was wir gleich spielen. Würdest du lieber zunächst Französisch? Kann ich jetzt erstmal diese Partie hier beenden? Ich überlege nämlich gerade... Ja, wahrscheinlich kommt dann wieder so ein Sprungzeit drauf. Ich möchte trotzdem noch überlegen, wenn ich nämlich Läufer E3 spiele, kommt immer Springer F5. Deswegen... Oh ja, siehst du, er ist ja tatsächlich noch da. Na, hab ich doch gesagt. Das ist wie in einer Turnierpartie, wenn man da was mehr hat oder einfach gut steht und sich dann schon auf die nächste Partie konzentriert. Das nee, ach so, ja auch nicht. Sinn. Soll ich H4 spielen? Oder Dame G4 sieht ebenso interessant aus. Trotzdem mal Läufer D5. Nee, ich muss jetzt mal eigene Züge machen. Ah, oh, okay. Ich frag dich jetzt auch nicht mehr. Also in der Turnierpartie, ja. Aber wenn in der Turnierpartie, wenn ich auf Gewinn stehe und mein Gegner den Raum verlässt, dann werde ich auch entspannter. Und wenn er sich nicht wieder hinsetzt, dann denke ich vielleicht auch schon über die nächsten Runden nach. Das ist aber nicht gut. Naja, nichts gut. Also Königsgambit ist hier echt viel gefordert und gewünscht. Wir können es natürlich nur versuchen, E4 zu spielen. Und alle unsere Herausforderer können wir nur dazu anhalten, spielt E5. Damit, oh, das war nicht so schlau hier. Damit Königsgambit auch aufs Brett kommt. Ja, zum richtigen Zeitpunkt die Stellung öffnen, das sieht wie der richtige Zeitpunkt aus. Ich denke, ein kleiner Fehler von Schwarz hier mit dem C-Bauern zu nehmen. Springer F7 direkt hätte die Stellung geschlossener gehalten. Jetzt kann natürlich immer mal noch ein Läufer auf C3 kommen. Dann kann Springer B5 kommen. Der hängt. Dann kann er nicht kommen, dann kann ich den ja spielen. So. Naja, jetzt kann man ja auch schon alles rausnehmen. Hat einen Bauern mehr. Ob der Mehrbauer so cool ist, weiß ich nicht. Dann gebe ich aber mein schönes Läuferpaar auf. Das wollen wir nicht. Naja, hast du jetzt eher auf Zeit auf jeden Fall gewonnen. Und wir haben wieder plus 1, aber wir sind immer noch unter 2,7. Das ist... Ist nicht unser Ziel. Nicht unser hatten wir schon mal 2,7? Ja, ja, wir hatten auch schon mehr. Mehr als das. Echt? Mhm. Das klar. War wahrscheinlich. Ach nee, wenn ich alleine spiele, dann spiele ich ja immer mit meinem Account. Also ich kann nicht alleine dran schuld sein. Okay, Partiekommentierung. Zusammenfassend. Springer G5 war ein sehr guter Zug von Melli. Der hat mir persönlich sehr gut gefallen, weil danach ist die Stellung zwar noch etwas geschlossen, aber dieser Läufer ist sehr, sehr stark. Und so wie du es eigentlich gespielt hast, war thematisch perfekt. Ne? Irgendwann aufmachen und gewinnen. Stand es ja auch, denke ich, auf Gewinn am Ende. Okay. Vitali würde erstens E5 spielen. Das ist schon mal gut. Aber ob und wer drankommt, entscheidet jetzt der Zufall. Und zwar die 8. Dann schauen wir doch mal, wer ist denn die 8 von oben? 6, 7,
und die 8. Der Norman. Björn. Björn, spiel E5, wenn du schwarz hast. Oh, jetzt komme ich nicht auf den Annehmen-Button. Doch. Ein Schwarz. Okay, wir haben schon wieder weiß. Sehr cool. Gut, nehmen wir. Also. Ja, danke. Jetzt können wir maximal Mora, aber das kann ich ja überhaupt nicht. Da musst du durch, du weißt ja, wie es mit Schwarz gehen würde. Ich weiß ja, wie ich dagegen spielen würde, also ja. So ein bisschen was weiß ich. Aber ich habe das letzte Mal, wann war denn das? Das war, glaube ich, das Panther, wo ich alleine gespielt habe. Da bin ich ganz schön untergegangen, da bin ich auf so einen Trick reingefallen und habe die Dame dann geopfert. Aber mach mal weiter, ich sag dir, wenn es kurz davor ist. Damit du nicht reinfällst. Aha. Sieht interessant aus. Mega, ne? Hm. So, nimmt die Dame oder nimmt der Bauer? Ist beides. Beides hat so seine Vor- und Nachteile. Wenn welche Vorteile hat es, mit dem Bauern zu nehmen? Ach, dass der Läufer dann auf A3 kann, oder? Ja, und dass der E4 gedeckt ist. Ich glaube, das ist was wert. Hä? Es kommt ja hier nur auf Geschwindigkeit an. Ja, aber jetzt kann Springer C6 mit Tempo danach gehen. Das stimmt. Hast du recht? Ja, vielleicht macht Läufer A3 Sinn. Denk schon, hä? Sieht auf jeden Fall erstmal unangenehm aus für Schwarz. Muss man sich erstmal drum kümmern. Können wir jetzt was... Oh ja, Mora können wir. Ich mag es ja, Sachen durchzustreichen. Wie so auf To-Do-Listen. Mhm. Dann, die schreibt man ja auch nur, damit man danach alles wieder durchstreichen kann. Rumkriegeln kann, ja. Bist du der Durchstreicher oder der Häkchenmacher? Oder nee, du hast ja gar keine To-Dos. Also keine To-Do-Listen, meine ich, oder? Mhm. Nee, ich... Was also jetzt meistens, mit Springer schlägt E4? Das ist ein guter Trick. Hast du mir den vorher sagen können? Du warst ja viel zu schnell und fragst mich ja nie um Rat. Bäm. Ist Mist dann, ne? Ja. Kannst ja auch gar nicht vernünftig den Bauern decken oder irgendwas und das ignorieren. Du musst ja eigentlich rausnehmen und dann... Da haben wir jetzt schon den zweiten Trick im Mora Gambit gefunden. Ah! Also, ist vielleicht trotzdem nicht so toll. Das Gefühl, wir haben nicht so viel rausgeholt. Aber geht, ich habe das Gefühl, wir müssen den schon nehmen. Ja. Was nicht so. Und dann Läufer D3. Immerhin hat Schwarz eine schwere Entwicklung vor sich. So, aktiver König. Ja, jetzt stehen wir bombastisch. Ja, du hättest den Turm auch rausschlagen können. Was ist denn heute mit dir los? Lass mal mich wieder spielen. Ich bin manchmal Gefangener meines positionellen Denkens. Gefangener deines positionellen Denkens. Ja, ich bewerte diese Stellung ausschließlich positionell. Und ja, aber man spielt ja immer positionell, damit man dann später das taktisch umwandeln kann. Aber du möchtest gerne hier noch weiter die positionellen Vorteile auskosten. Ich muss jetzt mal mich konzentrieren, dass ich nichts einstelle. Ich baller den raus, Rambazamba, und es droht nichts. Angenommen, machen wir. Ja, der Läufer auf C8 ist hübsch. Ja. Wenn wir den da halten können, wäre das schon mal schön. Ja. Großbauer. Können wir, machen wir. Läuft. So, des Weiteren ist der Turm ein bisschen eingesperrt am Rand. Generell sind die schwarzen Figuren nicht gut koordiniert. Ich könnte den Turm fast fangen. Er hat nur noch das Feld da drüben. Ja, aber dann, wenn du den Läufer ziehst, kann auch König C7 dann immer als mal kommen. Mhm. Dann lass uns doch mal Springer E5 machen. Ich habe jetzt richtig Angst, dass ich bei jedem Zug alles einstelle. Vielleicht fragst du mich immer um Genehmigung. Du kannst ja schon mal
dann den Zug vorbereiten, einen Gedanken, dann einen Antrag entsprechend stellen. Okay. Und dann gebe ich den frei. Okay. Ja, scheinst dich ja sehr gut dran zu halten. Achso, okay. Darf ich C4 spielen? Stellt C4 was ein, ist die genauere Frage. Nein, gut. Du darfst. Auf Springer E8, stellt C5 was ein? Nein, du darfst. Danke. C schlägt D6 Pre-Move. Ja, ist okay. Okay. Guck mal, der Läufer da unten. Oh. Läufer B5, stellt er was ein? Nein. Okay, das ist alles, was ich heute wissen muss. Aber da geht einem doch das Herz auf, wenn man... Oh. So. Ach nee, König ja E3, stellt er was ein? Das ja, war ein Test. Ja, also ja. Gehe ich dahin, ja? Ja, wobei... Ja, ist okay. Gut. Aber es wäre auch schön gewesen, A4 zu spielen. Ach nee, der hätte was eingestellt. Mit der Idee, dass man dann mit dem... Ach, ich weiß auch nicht. Ach, die Stellung ist so toll. Ja. Wie ist jetzt sein Plan? A4, A5, A6? Oder... Du könntest natürlich auch Läufer weg, Turm runter und Turm verdoppeln. Ich, aber das ist ja okay. Die macht doch Läufer A4 und dann... Achso, bringt ja, auch nicht so A4. Viel. Badam. Ja, es ging um die Idee von Mora Gambit. Wurde eigentlich im Chat schon ganz gut beantwortet. Also die Idee ist, dass man Bauern opfert und dafür Initiative bekommt. Genau. Ja, richtig. Das klappt manchmal ganz gut, gerade wenn Schwarz sich da nicht auskennt. Aber manchmal auch klappt nicht. Auch nicht so gut und dann hat man Bauern weniger. Ja. Wie bei vielen Gambits eigentlich. Was hatten wir denn eigentlich? Wie kam denn das? Der Läufer B4 ist glaube ich, eben nicht der Hauptzug. Hä? Also... Hat das jetzt irgendwas gebracht? Nein. Stellt er was ein? Zu spät. Ja, ich habe gerade über Videoserien zu... Hoho, oh, Schachmatt. So. Wieder einen Punkt gewonnen. Mich mal nur noch... Wie viel haben wir jetzt? Naja, ein paar Partien noch spielen. Vielleicht ganz kurz, Son of Sorrows hat meine Videoserie zum Königsgambit angeguckt und sagt, die Variante auf E schlägt F4, Läufer C4 finde ich nicht so gut. Simon Williams empfiehlt die. Nee, so ganz kann man das nicht nee. Sagen. Ich habe sie nur für Anfänger nicht empfohlen, weil ich sie für noch komplexer als Springer F3 halte. Und Springer F3 ist schon ziemlich komplex und das ist ja ein Einsteiger-Repertoire. Ich denke, dass Läufer C4 ein Ticken komplexer ist. Aber auf jeden Fall, also nicht schlechter, einfach nur komplexer. Da muss man noch ein bisschen mehr dran arbeiten. Aber ja, ich habe auch einige sehr coole Varianten mit Läufer C4 schon gesehen. Also da würde ich auf jeden Fall auch nicht von abraten, aber ihr müsst auch Spaß an diesen verrückten Eröffnungen haben. Norman, wir danken dir auch für die Partie. Für das Worst-Practice-Beispiel Mora Gambit. Wir gehen noch einmal zurück. Jetzt also, aus unserer Sicht, oder? Genau. Vielleicht war Dame D4 auch übertrieben, aber irgendwie sah es nett aus, das Läuferpaar abzugreifen. Nur vielleicht wäre E5 hier schon ein guter Zug gewesen. Also Springer D5, Springer C6 macht's, ändert ja nicht viel. Dann machen wir halt irgendwie, was weiß ich. Was machst du auf Springer D5? Vielleicht Dame C4. Ja, aber solche Aufbauten gibt es ja, dass man sich da mit F5 hinstellt. Mhm. Aber wir haben diesen schönen Läufer. Aber da hat man noch also, den Schwarzfelder, ja, okay. Ja. Nee, gut, aber ist, ist interessant gewesen. Aber war, glaube ich, nicht so die Mora-typischste Partie. Zeig nochmal kurz die Taktik mit Springer. Oh ja. Ja, das war natürlich so ein kritischer Punkt. Den Läufer nach A3 zu stellen, nach Läufer D6. Springer schlägt E4, ist mies. Dame schlägt E4, geht glaube ich gar nicht. Dann kommt Dame C3 und. Na, stimmt, man kann nicht mal König E2 machen oder so, ne? Das ist sieht schon, irgendwie sehr schon richtig doof, ne? Unschön aus. Vielleicht kann Schwarz dann sogar B6 spielen oder so.
Also eventuell kann man noch König E2, König E3 Läufer entwickeln und den Turm noch abfahren und dann Matt setzen, aber... Nein, aber er nimmt ja vielleicht gar nicht auf A1, sondern spielt B6 oder so. Ach, sofort, ja. Vielleicht kann er sich das leisten. Ja, dann hätten wir Turm D1, Turm D3, dann hätten wir zwei Figuren für den Turm. Das geht, glaube ich. Aber, nee, das war alles natürlich Quark, ne? Nach Sprenger schlägt E4, hätte man noch über Läufer B4 nachdenken können. Was aber auch irgendwie hoffnungslos ist in dem Sinne, dass man halt einfach was weniger hat. Er kann schon nehmen und, nehmen, dann müssen wir auf E4 nehmen oder er macht gleich Dame D5, das ist alles ganz furchtbar. Ja. Aber Dame D4 ist korrekt, sagt der Vitali. Dankeschön dafür. Nur das weitere Spiel war halt ein bisschen doof, aber jetzt machen wir einfach weiter mit der nächsten. Und ich bin dran. Genau. Und zwar gegen die 6 von unten. 3, 4, 5, 6. Den Namen versuche ich gar nicht erst auszusprechen. So, einmal schwarz. Was haben wir im Angebot? Nur was gegen E4. Okay, und was hätten wir dann, dass ich mich schon mal moralisch drauf vorbereiten kann? Wenn du Paulsen spielst, hast du Siezi gleich mit abgehakt. Ja. Ja. Mach ich. 2-1. Aber erstmal muss er hier was machen. Okay. Ich schlage dir dafür auf die Schulter. Auch wenn, also vom Inhalt her glaube ich ja. Also ich habe mir sehr viel Mühe mit der Ausarbeitung der Varianten gegeben. Man findet immer Neuerungen, klar, keine Frage. Aber es ist ja auch nur, man darf auch nie vergessen, viele haben mich angeschrieben, haben gesagt, ja, aber hier, im, was weiß ich, 17. Zug dies oder das. Darf man halt nie vergessen, wenn eine Serie zum Einstieg gedacht ist, bedeutet das, wenn ihr mir so intensive Fragen stellt, heißt das ja eigentlich schon, der Sinn der Serie ist gelungen. Ja, ihr habt euch damit tiefer beschäftigt. So ein bisschen Analyse sollte man selber immer noch reinstellen. Hast du extra ein paar Fehler eingebaut, damit du rausfindest, wer sich damit intensiv beschäftigt. Nee, ist nur ganz furchtbar für mich, irgendwie das anzuschauen, weil das so alt ist. Und waren meine ersten Gehversuche vor der Kamera, kann man jetzt manchmal dann auch ein bisschen, egal. Früher in der Schule hat unsere Lehrerin an der Tafel, wenn man den Text abschreiben musste, auch immer Fehler eingebaut und geguckt, ob jemand wirklich den Text liest und versteht oder nur abschreibt. Das ist ja eine gewiefte Lehrerin. Die nächste 6 ist Livi. Und du spielst jetzt gegen Livi. Schon wieder jemand aus der Schweiz. Viele Schweizer, Deutscher. Nee, so sagt man das nicht. Lassen wir das mit Akzent. Auf. Ich bin ein akzentfreier Mensch. Ja. Ja. Ja, furchtbar. Okay. Londoner System. Neue Videoserie von Jan Gustafsson. Hast du sie dir schon angeguckt oder nicht? Was? Ich? Ja. Nochmal, was zu welchem Thema? Zum Thema Londoner System. Was und ist Jan Gustafsson System? Also anscheinend habe ich es mir noch nicht angeguckt. Das da, bloß eigentlich nicht mit Springer C3, aber das da. Ach so, wie man empfiehlt er da was für Schwarz? Mhm. Und was? Mit B6 auch? Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe selber noch nicht gesehen, aber ich weiß, dass er es gemacht hat und ich würde es mir noch demnächst mal anschauen. Also was heißt würde, mache ich wohl. Mal A5 oder so dagegen? Schade. Ja. Musst du wissen? Im Zweifel, ja. A5 harmonisiert nicht perfekt mit C5, also musst du jetzt einen Plan mit E5 umsetzen. Aber Livi ist Flügelattacke an allen Flügeln, ne? Ja, hier stimmt. Ziehst du durch. Achso, Kutsche mal. Dreu. Ja, wer weiß, ne? Inwieweit das immer dann auch die Leute sind, die auf dem Bild sind. Sieht weiblich aus. Jetzt geht's auch nicht mal wieder weg. Naja, vielleicht, wenn sie jetzt zieht. Kann jeder mal gucken. Also, unser Gegner von gerade war eben weg, war eben gleich essen. Ja, wir können dich nochmal dran nehmen. Nehmen wir dich gleich dran, ist okay. Kein Problem. Oh, jetzt bin ich doch dran und das Bild ist immer noch da. Ja, so, was macht man denn da? Oder? Ich würde nach... Ja, vielleicht auch A6 und Springer FD7, ne? Das war mir zu lang. Naja. Okay, dieser Name ist französisch. Das habe ich mir schon gedacht, aber französisch, ich bin ein alter Lateiner. Also du bist weder alt noch Lateiner. Ich habe mein Latinum gemacht damals. So.
Das bestand in den fortgeschrittenen Phasen weitestgehend daraus, lateinische Sprichwörter auswendig zu lernen. So diese ganzen klugen Sprüche, wie steht da, Tropfen hüllt den Stein und, mhm. und irgendwas von weggeschmissenen Würfeln und so. Du kennst das. Da sage ich jetzt mal nichts zu, ne? H5 ist gut, ist nicht gut. Weiß ich nicht. Ich tendiere eher zu irgendwie so Springer E4. Vielleicht auch nicht. Aha, El Kommandante würde gerne die klassische holländische Verteidigung spielen. Ja, das kann man mal machen. Mit E6, D6 im Zentrum. Ist ja, spielt man holländisch nicht mit E5? Nein. Das ist doch D4. Holländisch ist F5. Ach, mit F5 und D5, so rum, ja. Ja, das wäre so klassischerweise Stonewall mit F5, E6, D5. Das habe ich früher ganz häufig gespielt. Ich auch. Bis die Weißspieler angefangen haben, selber F4 dann zu spielen, alles zuzumauern. Dann hat man irgendwann gedacht, ja komm, ey, wenn ihr nicht gewinnen wollt, dann habe ich auch keinen Bock mehr. Bird können wir noch mit auf die Liste. Wir können versuchen, Bird zu spielen, ja. Hä, kann man das nicht auf jeden Fall spielen? Das ist doch mit Weiß. Und das ist erstens F4. Wir können versuchen, es korrekt zu spielen. Ja, das kriegen wir hin. Na? Pecunia non olet. Na, was heißt das? Keine Ahnung. Warte mal. Da kommt das Latein, das Latin. Warte, ich habe gar keine Ahnung davon, aber ich versuche es mir zu erschließen. Okay, erschließe. Irgendwas nicht. Jaha, das schließt du aus dem? Non. Sehr gut. So, jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Das ist auch ein ganz bekannter Spruch. Das heißt, Geld stinkt nicht. Aha. Oha, knallt das jetzt nicht überall gleich schon? Triple knallen auf F, 2, E, 4. Knallen klingt irgendwie ein bisschen komisch, ne? Ja. Naja, so. Doch schon ein bisschen spät für dich, ne? Vielleicht ist es auch gar nicht hundertprozentig erstrebenswert, zum Beispiel jetzt auf Turm H2 auf E4 sofort zu nehmen. Könnte auch zurückgehen und E5 spielen, ja, ne? Das dachte ich mir doch auch. Und dann hätte man einen sehr soliden Mehrbauern und es kommt kein Angriff. Ja, das ist auch schon nicht so uninteressant. Das macht er jetzt G4. Aber dann nehme ich auf 1 und dann habe ich ein bisschen sehr viel mehr. Mhm. Und jetzt nehme ich auch auf 1. Mhm. Dann E5. E5 hätte man auch zuerst spielen können, aber... Statt auf F2 zu nehmen, meinst du, oder was? Statt auf H1 zu nehmen, ja. Ist ja so ein... Zumindest wenn du jetzt so mit F6 antwortest. Weiß ich nicht, weißt du, was... Mache ich das? Keine Ahnung. Ich mein Läufer versperrt. Du kannst auch Dame E8 machen, Springer B5, Turm C8. Das sieht ein bisschen murksig aus, aber geht wohl alles. Naja, so. Vor allem ein Buchgeld stinkt natürlich erst recht nicht, ne? Das kann ja auch nicht stinken. Buchgeld? Mhm. Was ist ein Buchgeld? Ein Buchgeld, wenn ein Konto, wenn du das Geld nicht real hast, sondern wenn es verbucht ist in irgendwelchen... Ach so. Wieder mein Latein. Oder du machst Springer C5. Aber du machst einfach das, was du spielen willst, ja, weil du machst hier bisher einen sehr guten Job. Hast du noch nicht so überzeugt hier heute? Stimmt, ich habe ziemlich viel eingestellt. Aber das ist auch die Kunst, man muss immer noch was rauszaubern. Oder seine Frau um Hilfe fragen. Oder seine Frau, genau, weil Frauen haben ja immer recht und deswegen finden sie auch immer die guten Züge. Hm. Ja, war doch nicht so schlau. Aha. Aha. Ah ja, okay. Oh nee, da will ich eigentlich auch nicht. Könnte drüber nachdenken, Dame F6 zu spielen, um sofortiges G4 zu verhindern. Dann noch Turm F1, was machst du denn? Boah, egal, musst du Springer E5. Sagst, ist mir egal. Egal, ist mir egal. So richtig überzeugt bin ich davon. Aber Hauptsache ist ja, naja, wenn sofort G4 neben H5 kommt, könnte es noch einen kritischen Moment geben, aber so, Springer E5, wenn sie nimmt, nimmst du zurück. Aber Achtung, ich stelle heute ein, bei all meinen Tipps, beachte das. Ja, ich muss, versuch mal nicht, mich jetzt hier zu sehr zu verwirren. Ja.
weil ich versuche jetzt meinen Zeitvorsprung zu behalten. Ja, auszubauen könntest du auch noch. Das wäre auch denkbar. Wäre der nächste Schritt, ne? Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich heute Tee trinke und keinen Kaffee. Du meinst, Das dass. schwächt mich. Aber langfristig vielleicht auch nicht. Aha. Doch. Dann nehme ich mit der Dame. Und dann muss ich nur aufpassen, dass nicht Turm H1 irgendwie blöd kommen kann, aber kann ja noch nicht kommen. Ja, ich bin ein Anhänger deiner Stellung. Ich bin fest davon überzeugt, dass die weißen Angriffsressourcen nicht genügen. Ja. Aber irgendwelche Tricks gibt es bestimmt immer noch. Tricks gibt es immer, ja. Jetzt muss sie natürlich nur aufpassen, dass sie nicht die Damen tauscht. Ja, also da sollte Weiß drauf achten, den Damentausch zu vermeiden. Wie Vielleicht macht macht sie man Läufer das? C4. Man Das verhindert es ja wäre. nicht wirklich. Ach so, stimmt. Na, also König B1 wäre vielleicht schon vonnöten, um Dame H6 rauszunehmen. Oder Dame Ja, G2. das Gut, dann auch. kann halt auch Dame H3 jetzt kommen, oder? Dann muss die Dame wieder irgendwo hin. Ja. Sieht vernünftig aus, weil es hatte Sieht ja sehr auch gut Turm aus, ja. H1, naja, nicht so richtig gedroht, aber so ein bisschen. Könntest ja sogar Dame F3 noch spielen. Gut, dann wird es auch irgendwann sinnlos, ne, mit den Damenzügen. Aber. Ja. Na gut, besser als Turm Dame jetzt. F6 zulassen. Das stimmt auch. Dame D4 Schach ist Oh nee! sehr. Ich hab's Oh. gesagt. I told you so. Heute stelle ich ein, aber du Ja, gewinnst und eh was auf mache ich Zeit. jetzt? Jetzt ist meine Dame, steht da auch doof Ja, rum. mach halt Dame H3. Na toll. Ich hab gesagt, ich stelle heute ein. Und jetzt mache ich F6 oder was? Ja, oder Dame H4. Ist ganz furchtbar. Manchmal habe ich nicht den Durchblick. Manchmal habe ich das Gefühl, ich sehe taktisch alles, was es gibt. Ja, das Gefühl habe ich auch manchmal. Das heißt aber nicht, dass die Realität auch dem entspricht. Ja, das kann sein. Nee, ich habe Nico nix in den Tee getan. Das bringt mir ja auch nichts, Nee, wenn hast ja er mir nichts nur von. schlechte Tipps gibt hier. Warte mal, hier wird gerade vorgeschlagen statt H5. Na gut, wir können ja mal von vorne Also durchgehen. erstmal muss man sagen, ich spreche G4 hält das ganz gut auf, Entschuldigung, den Angriff, aber geht so, ne? So. A5 passt nicht rein, ne? A5 passt da nicht Wieso? rein. Naja, aber statt H5 Turm F5. Das ist natürlich ein nettes Motiv. Aber ob das überhaupt zum Dauerschach reicht, weiß ich schon nicht. Wieso nicht? Nur, da ist ja Dame G7, ne? Ach Jetzt so, müsste man natürlich noch vor irgendwie diese rechts oder? Alternativen prüfen, aber nee, ich könnte mir Soll vorstellen, ich dass das vorher nicht auf reicht. F5 nehmen? Ja, Als der aber auch König noch auf H7 stand. dann kannst du ja irgendwie. Steht der nicht auf H7? Nee, in dieser Stellung. Dieser Stellung würde dann ja schon F6 kommen können und die Dame kann ich einigen. Ja, ich denke, es war gewonnen. Ja, klar, natürlich, irgendwelche Finten und Tricks gibt's immer noch. Kommt mir das nur vor? Oder hat Nico immer ein weißes T-Shirt an? Ich hab nur eins. Was aber nicht heißt, dass ich es nicht immer anhabe. Nee, aber eigentlich glaube ich ziemlich selten, ne? Nicht so drauf. Ich Also achte das. nur auf meine Vielleicht Outfits. meistens nur zum Sport. Nee, aber so viel sieht man Ach von so, mir ja auch mal. deswegen. So viel sieht man von mir auch gar nicht. Doch, das T-Shirt sieht man. Wie auch immer. Schickt mir gerne T-Shirts zu, wenn andere tragen soll. Ansonsten spiele ich mal weiter. Gegen die 12. So. Also 3, 6, Bei dir ist halt 9, Ausverkauf auf alle Figuren 70% Rabatt. Ja. Also Kannst du mal in der wenigstens Regel, lachen? ja ist so, in der Regel für eine Bauerneinheit bekommt ihr heute 1,2 oder 1,3. Das ist mehr, als ich sonst hergebe. Haben wir was gegen, ach so, dieses irgendwas, was war das jetzt mit F5, dieses klassische holländische? Ich probiere es mal irgendwie, ja. Mit E6 und D6. Ja, Aber Holländisch ist doch immer auch mit D5. so. Was ist denn das jetzt? Ist das jetzt Mora Gambit auf der falschen Seite? Meine Empfehlung war Läufer G5 an dieser Stelle, ne, statt F3. Ja. Aber trotzdem weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau.
war denn das jetzt noch für ein Quark? Okay, er hat irgendwelche, was hat er für Pläne? Weiß ich nicht. Vicky, Birch steht schon auf unserem Plan, aber wir haben immer nur schwarz. Seitdem die Leute wissen, dass sie das in ihrer Challenge anklicken können, welche Farbe sie haben, haben wir häufig schwarz, habe ich das Gefühl. Nee, das kannst du. Oh. Was? Kann man. Was? Das ist mir ein bisschen viel hier. Muss ich sagen, das gefällt mir nicht. Oh, warte, jetzt kommen wir unseren T-Shirt. Ja, M oder S. War er schon näher, genau. Können wir das Brett vergrößern? Ja, können wir. Das sind immer diese Gambits, ne? Ist gefährlich. Ja, ruch hier doch lang. Ja, wie mache ich das? Alle Figuren raus und dann den König nach C8 und den Turm nach D8. Ach so. Wie fange ich denn jetzt an? Mit B6? Oder? Das ist auch so ultra lahm. Ja, aber was will er denn machen? Der kann dich doch da nicht anfallen. Doch, Springer G5, einfach Halleluja. Vielleicht sollte ich Springer Halleluja. C6 machen, um das zu verhindern. Wie verhinderst du das denn jetzt? Gar nicht. Ach. Springer B4? Ach, oh ja, wir haben unseren französischen Freund vergessen. Oh, Kuschema. Kuschema. Ja. Ah, oui. Oui, 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 wir kommen drauf zurück. Wir kommen drauf zurück. Schatzi, lass es bitte. Ach, du liebst doch meine Dialekte. Nein, das ist Fremdschämen, nur dass du mir leider nicht fremd bist. Also Fremdschämen? Nee, das ist... Wie heißt denn das, wenn einem die Person nicht fremd ist? Einfach nur schämen. Drittschämen vielleicht? Wieso denn dritt? Naja, weil es halt nicht fremd ist. Es ist einfach nur ein Dritter. Hä? Was ist denn die zwei Antworten? Drunken Lawyer kann dir, glaube ich, erzählen, wer ein Dritter ist. Ach so, ihr Juristen. Dafür muss es nicht zwangsweise... Halt einfach ein Dritter. Ein und... Ist ja egal. Das wäre ja dann aber ein Zweiter. Warte mal, der Dritte. Lass mich zählen. Wie viele haben wir hier? Also, wie ist das, wenn man sich einfach für irgendeinen anderen schämt? Aber nicht, der ist nicht fremd. Freund schämen. Freund schämen. Mann schämen. Mann schämen, ja. Melanie muss heute ein bisschen Mann schämen betreiben, weil ich Dialekttag habe. So, ich glaube, das war nicht ganz so geschickt, wie er das gemacht hat. Sieht zumindest ein bisschen aus, als würde sein Angriff abebben. Dann, ja, den dachte ich auch, dass der noch ganz gut ist. Ne? Weil wenn wir nehmen, ist doof. Also nehmen tun wir auf jeden Fall nicht. Und ansonsten... Naja... Er hätte halt gleich noch Läufer Dame H5 zur Verfügung, würde den D-Bauern opfern. Ich pre-move mal. Er sagt auch, Noah sagt auch, French schämen. Ja, das ist ein gutes Wort. Dame H5 Schach, G6, Dame H6. So, opfert den D4. Aber dafür ist zumindest sein Angriff noch nicht ganz vorbei. Und jetzt mache ich doch so. Die Rochade geschafft. Sieht doch gar nicht so blöd aus. Jetzt muss nur noch dein Läufer da irgendwie rausbekommen. Wobei, Frage ist, wo der überhaupt hin will, ne? Aber der will irgendwo hin. Nach D7 würde schon genügend Türme verbinden. Ist immer sehr wichtig. Ja, verbindet und er sollte Türme ja den E6 noch gedeckt halten. Eben. Aber wenn er dort steht und wir alles abtauschen, das Endspiel, da wird er dann stark spätestens da, ne? Gegen diesen Bauern auf D3, der nicht so eine Granate ist. So, pre-moven wir mal mit dem Turm zu nehmen, aber dann nimmt er selber mit dem Turm und sagt, haha. Warum sollte er das machen? Na, weil ich dann ja auch selbst hätte mit dem Bauern nehmen. Dann wäre es doch nicht schlimm. Doch, mit dem Bauern nehmen wäre dann sicherlich besser gewesen. Und dann sagt er, haha, bist du auf meinen Trick reingefallen. Ja, aber dann kann er ja auch gleich mit dem Läufer nehmen und hat dann, er hat ja keinen Mehrwert dadurch, außer dass er dich veräppelt hat. Vielleicht einen gewissen Tschüss. Gewissen Trickser-Effekt, ja, würde ich es mal nennen. Oha, ja, Turm C1 ist auch nicht so dumm.
Mit Läufer, genau. Ja, aber die Deckung fürs Bauern E6 jetzt ist ja ist gerade nicht noch mehr gar so nicht schlimm, notwendig. genau. Geht alles klar. Lolla. Was ist hier los? Wieso hackt denn das Ganze? Ihr seht das, ne? Ihr seht Ja. das, wie es gehackt hat. Ich krieg diese Zeit irgendwann zurück. Ja, Das ist... glaube ich jetzt aber mal nicht. Schmu, okay. Dame nach E3 verfolgt welches tiefere Ziel? Vielleicht diesen Bauern zu opfern. Aber das ist, glaube ich, nicht so gut. Aber solche Stellungen sind immer gar nicht so einfach zu verwerten, habe ich das Gefühl, auch wenn es eigentlich gut aussieht. Okay, jetzt hängt dieser Bauer. Ja, das haben wir gesehen. Gut, dann machen wir das. Decken wir diesen Punkt, richtig? Und schon ist der Läufer D5 besser als der Springer G5. Ja, So matt schnell wirst kann du das auch gehen. nicht, musst du nur aufpassen. Ja, sehr gut. Auf C7 reinhauen funktioniert auch nicht, auf Eigentlich. E6 reinhauen funktioniert aber. Ach nee, funktioniert auch nicht, kannst mir da Dame nehmen. Genau. Okay, dann ist jetzt natürlich die Frage, wie machen wir weiter? H6 vertreibt ihn einfach nur, ob das das Ziel ist, eigentlich steht er schlecht. Das heißt, wir spielen jetzt auf Zeit. Also, wir spielen Ja. mit Zeit. Wir ziehen jetzt einfach mal. Wie fangen wir denn an mit C6? Dann ist auf einmal der Springer auf E4 besser. Ja, nun, keine Ahnung, jetzt ist wieder dann so ein Punkt erreicht, wo man sich denkt, ich sollte mal einfach machen, ne? Ja. Jetzt haben wir auch alle erklärt bekommen, was Dritte sind. Oder mache ich das jetzt ganz stumpf und nehme da einfach raus? Auf jeden Fall schnell spielen, weil Okay, das schnell, ist schnell. jetzt der. Schnell spielen, Melanie kommentiert, ich mache irgendwelche Ja. völlig doofen Züge. Der E6 könnte mal schwach werden, aber den kannst du ja ganz gut von der Mit Seite Thomas 6, stecken. ja. Das wäre mein Dann ist nächster halt Zug. nur die Frage, wie du dann weiter verbesserst. Vielleicht musst du versuchen, dann vielleicht sogar irgendwie einen Bauern zu geben und dann aber schnell matt zu setzen oder so. Oder du spielst Dame F6 und dann. Das ist mir zu gefährlich mit König F7. Achso, ja, stimmt, Dame F6 wäre ja auch gar nicht, hätte gar nicht funktioniert. Ist dein Plan B5 oder was? Nee, D5 so ein bisschen zusätzlich rausnehmen Jetzt und hängt der, ja, ja, okay. da, das war nicht so, ja, Aber das ist hier ja eigentlich einfach. gut, wenn du jetzt die Dame zentralisieren Nach kannst. D5, das ist ein super Feld, wenn da Genau. Doppelbauern vor sind, da kann. Genau, und der B3 ist dann auch schwach. Und dann kannst du vielleicht Turm F4 spielen, wenn. Turm F4 oder Turm G6 ist auch nicht weg. Ja, stimmt. Ja. Jetzt König irgendwo solide hinstellen und dann Freibauern. Oder ja, auf Königsjagd gehen. I don't know, ich weiß nicht, was ich tue. Macht nichts, keine Ahnung, jetzt hängt der D-Bauer. Ja, und jetzt kannst du nee, ins Bauernendspiel sollst du wahrscheinlich. Oh, das war ganz dumm. Ein grober Fehler. Gut, Aber alles aber noch jetzt im hat er ja Rahmen. keine Schachs mehr. Gleich wieder, wenn ich weiter so eine Züge mache. Ja, aber Aber jetzt. jetzt haben wir Oh, ein paar jetzt. Schachs und das sollte nicht das Problem sein. Komm. Lauf, Bauer, lauf. Ja, das ist jetzt gerade echt ein bisschen, das könntest du vielleicht aufgeben, weil du siehst, dass es hier leckt. Ja, das finde ich jetzt ein bisschen doof. Naja. Naja, ich. Was soll ich dazu sagen? Ist ein bisschen doof gelaufen hier gerade. Es scheint ein Du bisschen hast ja leckig zu aber sein gewonnen. Ja, heute. das hatten wir Das aber das letzte Mal auch schon. gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar Nee. nicht. Hast auch gewonnen. Alles ist gut. Und nicht wieder mit Figuren um dich schmeißen wie das letzte Mal. Mit Figuren, wenn ich digital spiele, dann hole ich das Schachbrett Ja, mit raus und digitalen bam. Figuren. Ja, okay. Ja. So, jetzt habe ich vor lauter Aufregung auch gar nicht mehr in den Chat geguckt, aber so viel wurde auch gar nicht geschrieben, seitdem erklärt wurde, was Dritte sind.
So, nicht Springer G4 spielen für Weiß, war hier ein großer Tipp, sondern Matt setzen. Aber es kann doch Springer G5. Aber ein forciertes Matt gab es, glaube ich, nicht. Nee, es kam schon mal Springer G4. Ach so, ganz stattdessen, aha, Turm schlägt F6. Oh. Ja, gut, wenn ich... Aber Dame schlägt F6. Ja, gut, ja, wenn ich mit dem G-Bauern nehme, ist matt, aber das ist dann nochmal was anderes. Ne? So. Okay, aber nee, das stimmt natürlich. Mit dem G-Bauern wäre fatal gewesen, aber so sollte das ganz gut sein. Ja, Springer E4, so ein bisschen nervig, ne? So rumnerven, das ist ja... Mehr will man ja auch nicht, wenn man so ein Gambit spielt. Man will den Gegner nerven, so die ganze Zeit irgendwelche komischen Sachen drohen und sowas. Ja, stimmt. Was machst du denn als Springer? E4? Gute Frage. Auf Dame F5 könnte vielleicht sogar G4 kommen und ich sehe auf den ersten Blick kein Feld mehr für die Dame. Aber ich könnte ja auch zurückgehen und auf Dame H5 G6 spielen, Springer G6 HG6. Dann hätte ich auch nur einen Bauern gegeben. Und ich habe ja nicht wirklich was weniger. Wenn ich danach zu Läufer D7 Rochade komme, könnte alles im Lot sein. Aber jetzt bin ich kann ich mich endlich mal wieder zurücklehnen. Nach dieser spannenden Partie nochmal. Und Melanie spielt jetzt gegen Max Value. Nein, wir spielen gegen den Franzosen. Oh, richtig, der Deutsch-Franzose. Wo bist du? Er hat die Lust verloren. Nein, da ist er doch. Stimmt. Wenn mal jemand in Lautsprache schreibt, wie man das aussprechen soll. Ja, versuch's. Spiele ich mit Schwarz? Du spielst mit Schwarz. Mach mal ein bisschen platt hier. Du bist immer so dominant. Was spiele ich? Also, du... Ach, Paulsen und Sitzi hatten wir ja schon festgelegt. Dementsprechend würde Paulsen ja... jetzt muss ich auch gucken, wie ich zurecht komme. Paulsen ja, gutes Spiel wünschen wir auch. Ja. Ja, also wie schreibt man das jetzt? Wie man es schreibt, sehen wir ja. Ich meine diese Lautsprache, die man eckigen Klammern steht. Kannst du die denn lesen überhaupt? Ich kann es nicht, deswegen frage ich ja. Hä, das ist diese Lautsprache, die da hinter Wörtern steht. Ja, aber da gibt es ja ganz besondere Buchstaben, die dann irgendwelche Laute bedeuten. Und das kann ich, also das weiß ich nicht, was das ist. Kann ja sein, dass du das weißt. Diese Kompetenz wollte ich dir jetzt auch nicht absprechen. Warte, ich mache ein Beispiel, so wie ich denke, wie es ist. Pass auf. Da bin ich ja mal gespannt. Also, wir haben ein Wort. Fauxpas. So übrigens auch gesehen bei irgendeiner Sendung mit der Schlauste sonst was Deutschland. Da musste sie dann antworten. Ich weiß zwar nicht, was es bedeutet. Spiel ich Läufer C5 oder Läufer E7? Oder Läufer B4, wie du magst. Läufer B4 mag ich nicht. Na, dann nicht. Also, ich weiß nicht, was es bedeutet, aber ich weiß, wie man es spricht. Das ist der Fauxpas. So. Ja. So, ja, haben wir Fauxpas, ja? Ja. Und jetzt wäre in ungefähr die... Wie ungefähr? Ich denke, du kannst es. Dann noch, ob das... Gut, manchmal gestrichen, ob es kurz oder lang, aber ansonsten, im Prinzip ist das, was ich meine. Jetzt seht ihr das auch nochmal, könnt ihr das sehen. Das meine ich. Jetzt sehe ich aber die Stellung nicht mehr, Freundchen. Der Fauxpas und dann einfach Fauxpas da drunter geschrieben. So, ach so, nein, aber da bist du dir sicher, ja, dass das so geschrieben wird? Das ist bei vielen Worten dann, dass einfach dahinter spricht, dahinter steht. Ich weiß, was Lautschrift ist, aber ich weiß, dass es da auch irgendwelche umgekehrten A's gibt und irgendwelche E's mit Pünktchen und so. Ja, siehst du, dann kannst du das ja überhaupt nicht, aber erstmal sagen. Aber ich kann es lesen. Weil daraus ist eigentlich immer ersichtlich, wie man es ausspricht. Wenn du das selber schreibst in Lautschrift, ist klar, dass du es lesen kannst. Aber wenn du dir mal die wirkliche Lautschrift anschaust, dann versteht man nicht immer alles. Finde ich. Also ich finde, das ist ja gerade der Sinn der Sache. Und ich finde es meistens... Ja, wenn man sie kann. Ja, Madame. Hier, jetzt hör mal auf mit deinem Fauxpas und deinem Gemecker. So, also erstmal wieder hier erfahren, wie er übrigens heißt. Es sei denn, du packst deine Französisch... Doch, Französ- hier, Cauchemar. Ach, siehst du, das meine ich. Einfach ja, das so, ist ja aber keine spricht. Lautschrift. Das ist ja dann halt... Schelling, wir verstehen uns. Wir verstehen uns, das passt schon. Du immer mit einem... Du hättest auch Jurist werden sollen. Ja, wäre ja auch hier. Fast. Zum Glück nicht, ey. Sonst wären wir das schlimmste Ehepaar ever. Ich glaube ich. Ah, so, okay, also Agrotech. Oh.
So, also jetzt wollte ich erstmal sagen, an Thomas, Sizilianisch ist nicht spezifisch jetzt mit D6 oder E6, sondern Sizilianisch ist einfach E4, C5. Da kann man das schon als Sizilianisch abhaken. Und dann gibt es da verschiedene Varianten. Dann gibt es da Neidorf, das ist mit D6, A6. Es gibt Paulsen, das ist mit E6, A6. Es ja, gibt Klassisch, das ist Drachen. Dann mit... Ja, also dann gibt es ganz, so ganz viele Varianten. Sizilianisch an sich ist erstmal nur C5. Auf E4. Das heißt, wenn ihr C5 geschafft habt, könnt ihr schon sagen, ihr spielt Sizilianisch. Ja, oder ihr habt Sizilianisch gespielt oder so. Ja, das ist schon, haben wir jetzt gemacht. Und das heißt, wir haben... Wir können es schon abhaken. Das heißt, wir haben nicht nur Sizilianisch gespielt, sondern auch Paulsen. Oder nicht nur Paulsen, sondern auch Sizilianisch. Korrekt. Gefällt ja, und mir das aber nur so semi so, Marocci-Aufbau, den weiß ich. Ich würde vielleicht trotzdem den Bauern nehmen, wenn er jetzt schlägt. Ja. Ja, aber ich stelle heute ein. Das muss ich bei jedem meiner Hinweise dazugeben, als kleinen Disclaimer. B6, achso, ja, oder so. Ich hätte. Ich wollte ja meinen Springer hier überführen. Ja, dann machst du Läufer E2 und im nächsten F4. Bist du sicher, dass du das willst? Ich kann auch meinen Läufer überführen stattdessen. Dann kommt vielleicht Läufer A3. Bist du sicher, dass du das willst? Kannst du mal aufhören, hier zu meckern? Es gibt so einen Film. Ja, B6 geht ja jetzt auch nicht. Mit Brad Pitt. Ich glaube, der ist irgendwas mit Z. Weiß nicht, Daisy oder so. Irgendwas mit Z auf jeden Fall. Ne? Geht um Zombies. Und aus irgendeinem Grund, ich glaube, Israel war es, die waren die einzigen, die sich vorbereitet hatten. Und das lag daran, dass die irgendeine Theorie des sechsten Mannes oder sowas verfolgen. Einfach, wenn du in einer Gruppe was diskutierst, muss einer immer dagegen sein. So, und das ist eigentlich, das ist jetzt die Aufgabe, die ich jetzt übernehme. Das kritische Denken und immer das Rumgemecker an den Zügen. Mach doch mal H6, dann drohst du G5. Wahrscheinlich nicht G5, sondern Läufer G5, aber wir verstehen uns schon. Wir verstehen uns schon. Ja, und tatsächlich, was im Chat angemerkt wird, Psychologen sind auch die, die meckern. Also nicht nur die Juristen. Ja. Ja, Melanie meckert, ja, das kann ich nicht. So war das jetzt nicht gemeint. So, Koshima hat immer noch trotzdem eine ganz passable Stellung, trotz seines Qualitätsverlustes. Obwohl er eine Qualität verlustig gegangen ist. Läufer 4. Achso, da ist somehow annoying. E5. Aber E5 willst du eigentlich nicht haben. Will ich nicht? Willst du nicht? Meinst du? Nein, strukturell dann D5, dann ist deine Qualität nichts mehr wert. Ja, du kannst in eine Tonne kloppen. Kannst du mal aufhören, so negativ zu sein? Ich hab doch gerade gesagt, dass es mein Job ist. Ja, aber meiner doch auch. Achso, jetzt haben wir bei den selben gewählt. Ah, ärgerlich, hä? Was machen wir da? Weiß nicht. Ah, World War Z heißt der Film. So, und wer ist bei der NSA? Das ist auch interessant. Wieso wurde das gefragt? Weiß ich nicht. Ich muss meinen Läufer hier rausbekommen. Richtig. Was? Stopp mal, kannst du mir einmal kurz sagen, was der Springer auf H7? Nein, kann ich nicht. Dann mach doch Turm E8, Springer F8, Läufer D7. Das ist grundsolide. Auf jeden Fall muss ich schnell spielen. Okay. Okay, ich versuche positiv zu denken. Gefällt mir gar nicht, was du da getan hast, aber ich denke positiv. Ja, das brauchst du nicht immer zu betonen und zu wiederholen. Doch. Nein. Wir sind heute auch in... Ja, Melanie ist im Fight-Modus. Wieso? Wieso ich? Warum? Ich bring dich um, wenn du das nochmal sagst. Das hast du jetzt gesagt. Habe ich dir reingedichtet. Oh ja, irgendwie ist das nicht so. Was mache ich als nächstes? Nach C6? Ja, vielleicht erst Turm C8. Turm E nach C8. Nach E nach C8? Du schaffst das. Sehr gut. Ja, oh, 51 Sekunden. Okay, unterhalte du unsere Zuschauer und ich versuche, sie auf dem Brett zu unterhalten. Hä, wieso? Ich hatte doch gerade Pre-Move hier. Wieso ist der weg? Irgendwie habe ich das Gefühl, das Schachbrett ist heute nicht auf unserer Seite. Okay, wie wäre es, wenn du gleich Turm EC8 machst, wenn er zurückzieht? Ja, nimm Turm EC8. Und dann machst du gleich B5. Öffnest die Stellung für die Türme. Ich kann auch übernehmen, wenn ich lieber spiele. Oh nee, das sagst du immer. Okay, dann verlierst du trotzdem. Du hast das zu verantworten, was hier passiert ist und passieren wird. Und was kommt auf C5 dann? Dann musst du irgendwie was Gutes finden. Na super. Dann vielleicht Springer G6.
nebst Springer E7, Springer D5, nebst B4 und dann irgendwann das Qualitätsopfer, Springer E7, genau. Wohin, dahin oder dahin? Nee, dahin bringt nichts. Nach wohin D5, bringt nichts? Du musst nach D5. Jetzt auch? Ja, auch jetzt. Und dann spiele ich B4 oder was? Ja, genau. Wenn er B4 macht, dann ist es schwierig. Musst du selber überlegen, ob du selber opferst. Dann kannst du aber vielleicht Springer E3 machen. Jetzt B4, baller den raus. A5 hinterher. Ah, warte, mach mal nicht A5. Jetzt schlägst du erst auf C5. Schlagen auf C5. Was, mit dem Turm? Ja, Qualleopfer. Du stehst jetzt besser mit dem Springer. Drossturm C2 Schach. Ja, das heißt, du wirst den A-Bauern gewinnen. Turm C2, baller die Figur raus. 26 Sekunden. Du schaffst das. Oh. Finde ich sehr fair. Ja. Ja, also jetzt nochmal richtig zurückgescrollt. Düm, 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 düm. Was willst du jetzt gucken? Koshima. Ja, das habe ich doch vorhin schon gesagt. Na, Koshima, also sehr fair. Achso, du wolltest nochmal nachgucken. Ja, um das ganz korrekt zu sagen und sich ganz korrekt zu bedanken für die Aufgabe an diesem Punkt. Weil normalerweise die Zeit reicht locker, um es zu gewinnen in der Stellung. Der nächste Bauer fliegt. Ja, aber... Naja, aber wir haben halt auch ein paar Lecks heute. Das ist, da ist der ein oder andere... Nein, hör auf! Oh, der böse Blick. Da ist der ein oder andere... Jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja, zu Recht. Weil du mich mit deiner Aggressivität völlig aus dem Konzept... Ja, was soll das denn auch? Stattdessen werde ich einfach Schach spielen und werde auf die weitere Entfaltung meiner Persönlichkeit verzichten. Können wir nicht langsam... Ach nee, die Blindparty dauert noch ein bisschen. Die dauert noch. Ein bisschen still. Dann können wir dich ruhig stellen. Vitali, wir spielen leider nur mit Premium-Mitgliedern. Jetzt ist der Noah dran. Aber schließt gerne Premium-Mitgliedschaften ab. Ich weiß nicht, ob die Aktion noch gilt. Im Moment kann man die doppelte Länge gewinnen. Irgendwie jeder Zehnte oder sowas kriegt doppelte Premium-Mitgliedschaft. Selbst die einfache ist schon ziemlich günstig. So. Was haben wir? Französisch. Ja, eine meiner Lieblingseröffnungen. Oh, da haben wir heute. Heute waren wir echt gut so mit abhaken. Die ich leider nur nie gelernt habe, aber immer mal wieder lernen wollte. Du hast gesagt, das ist eine deiner Lieblingseröffnungen. Die ich halt nie gelernt habe, weil ich dachte mir immer so, Französisch ist eigentlich echt gut, muss man sagen. Ist eine gute Sache. Wenn man eine strategisch und taktisch hochwertige Öffnung spielen will, da ist nämlich alles drin. Aber leider bin ich noch nicht dazu gekommen. Was ist denn der B&A-Modus? Irgendwas Aggressives wahrscheinlich. Ja. Attack? Weiß ich nicht. Ja, aber ja. Ich muss zustimmen. Der Bell- und Angriffsmodus. Na, du provozierst mich aber auch mit deinem Pseudosächsisch. Sonst bin ich wie so ein Kätzchen, aber manchmal... Ja, aber genauso alles. Das ist die ganze Zeit nur irgendwie faucht und... sonst hast du... Ja, du bist selbst dran schuld. Ernsthaft. Ja, so ist das. Man merkt das meistens gar nicht, warum das so ist, aber irgendwie... Hat schon nichts mehr mit Französisch zu tun. Das stimmt. Aha, irgendwie. Bully and Attack. Na gut. Aber wieso hat das nichts mit Französisch zu tun? Er hat ja Französisch Abtausch gespielt. Ja, stimmt. Dann kann man die Schuld nicht bei dir suchen. Generell kann man das nicht, aber das hast du als Einziger noch nicht verstanden. Was? Dass man die Schuld nie bei mir zu suchen hat. die ist einfach nicht bei mir. Natürlich, mein Schatz. Okay. F3, ich ja, versuche jetzt mal den S- und K-Modus. S und K, S und K Immobilien ist eine sehr interessante kleine Doku. Verfügbar auf diversen Videoplattformen. Sehr interessant, was die da gemacht haben. Also im Prinzip haben die einfach nur Leute abgezogen, aber die haben das Ganze gefilmt. Also haben sich selbst dabei immer wieder gefilmt und das hochgeladen. Läufer E6 ist so eine Sache, die ich... Schön, dass dich interessiert. Was denn? Was der S- und K-Modus ist. Nö, was soll das heißen? Jetzt nicht. Lügen und Betrügen. Jetzt bin ich wieder im B- und A-Modus. Dann lese ich halt selber,
Das weißt du doch gar nicht, das habe ich mir ja ausgedacht. Wo willst du denn das hernehmen? Ach so. Das habe ich gesagt und du hast dann über irgendeine Versicherung oder irgendwas gelabert. Okay, dann ist das der Schnurren- und Kratzen-Modus. Richtig? Nein. Du hast noch zwei Rateversuche. Okay, bin ich im S von K? Oder nein, du? Ich. War du. Ich zumindest. Aber dann bin ich wieder gesprungen, nachdem du mich missachtet hast. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, was du für Sachen hast. Der Schleim- und Komplimente-Modus. In dem warst du. Ja, eine Sekunde lang, bis du dann mich nachgefragt hast. Ja, einmal eine kleine Antwort in den Chat an den Vitali, der das Zufallsprinzip nicht so super findet, denn er wartet schon eine Stunde. Vitali, das Problem ist, dass du wärst sogar schon dran gekommen, aber du bist kein Premium-Mitglied. Zuschauen darf jeder, mitschreiben darf jeder. Das Spielen soll aber den Premium-Mitgliedern vorbehalten sein, die das alles hier überhaupt erst möglich machen. Also nicht nur das alles, dass wir hier sitzen, sondern die, die hunderten verschiedenen Shows und Live-Kommentierungen. Irgendwer muss das ja auch möglich machen. Und das tun die genau. Premium. Genau. Und dafür haben sie dann halt auch an der einen oder anderen Stelle einen kleinen Vorteil. Und Max muss nochmal beschreiben, was er mit der Selektion meint, weil wir haben eigentlich schon ein Zufallsprinzip. Mhm. Nicht nur eigentlich, sondern haben wir. Mhm. Hier wird hart selektiert. Ein harter Auslese. So, was will ich denn jetzt mal treiben? Er möchte irgendwann mal nach C5 hüpfen vielleicht. Dann kommen wir Läufer E6 jetzt. Ich bin heute nicht so auf der Höhe, aber ich versuche dann zumindest mal so ein paar positionelle Sachen zu erklären, die ich mir so denke. Für jedes Premium-Mitglied kannst du dir ein weißes Shirt kaufen. Ja, ja. Naja, wir persönlich haben. Aber jetzt mal im Ernst, guck mal die letzten Shows an. Das kann ja nicht sein, hatte ich das so. Ich. Nee. Nee. Ich achte nicht auf. Ist im Moment nicht mein Lieblings-T-Shirt. Nein. Da habe ich andere. Ne, das. Heißt ja jetzt nichts, oder? Du bist dran. Schon wieder. Er möchte matt setzen. Das ist. Das ist okay, kann ich verstehen. Okay, gehen wir auf Läuferfang. Ja, der war sowieso nie der Hit. Niemals. Auf Läufer B3 nehmen wir den raus, dann ist er weg. Du bist dran. Was? Den nehme ich raus. Okay. Ich habe mir die Stellung bisher noch gar nicht angeguckt. Oh, Isolani-Struktur, du hast Läuferpaar. Das sieht doch erstmal ganz gut aus. Springer F6, dann hast du das Läuferpaar nicht mehr. Ach, wie gut, dass ich dich habe. War auch nicht so. Eigentlich gehört er hier hin. Dann geht vielleicht Springer C5, ein bisschen nervig. Ach, hey je. Entscheidungen treffen über Entscheidungen. Ja, ist schon nicht so einfach. Na, hier, meine Schau Uhr sagt mir auch schon, atme eine Minute tief durch. Ja, ach, hey je, ja. Das mal. Mann, ich sag dir, er soll schlummern. So nicht. Nicht, wenn ich hier so beschäftigt bin. Okay, komm. Einfach mal, um zu sehen, wie er den wieder rausnimmt. Mit dem Springer, okay. Dann machen wir jetzt mal so. Dann hüpft er vielleicht zurück. Dann machen wir B6, kontrollieren ein paar mehr Felder, stellen die Türme rauf und läuft. Ach so, ich hatte das vorhin falsch gelesen. Das hieß nicht, für jedes Premium-Mitglied kriegen wir ein weißes T-Shirt, sondern die kriegen ein weißes T-Shirt von dir. Was? Als quasi Willkommensgeschenk. Ja. Ein weißes T-Shirt mit weißem. Also hier ist eigentlich weißer Aufdruck noch drauf, kann man halt nicht sehen, aber. Weißer Aufdruck auf weißem T-Shirt? Ach, das. Oh. 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 Also das ist halt Spaß. Na, manche T-Shirts haben ja dann wirklich hier so ihr Logo reingeprägt, dann so. Oder drauf gestickt oder weiß ich nicht. Richtig. Nee, 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 nee. Oh, mir ist warm. Und du darfst gleich noch blind spielen. Was ist denn mit F5 jetzt? Mach
Mach doch, dann wirst du es erfahren. Werde ich. Ja, das ist immer, wenn man zum ungünstigen Moment auf diesen Bullet-Modus umschaltet, ne? Und genau und dann gerade was einstellt. Achso, meinst du jetzt deinen Gegner? Quasi? Ja, mein Gegner. Ja, mich gerade nicht. Ich habe eine Figur gewonnen. Ja, aber das ist ja auch manchmal, dass man dann nur noch schnell zieht und die Chancen nicht mehr wahrnimmt. Das gibt's ja auch. Mhm. Dass man das Einzug zu früh macht, ne? Es wär alles so einfach, wenn man das nicht täte. Oh, ich habe so Muskelkater, ich kann das Glas gar nicht mehr heben. Schachspielen ist schon anstrengend. Gerade überlegt, ob ich GF6 Pre-Move, aber dann ist er so richtig geschickt, zieht seine letzte Chance darin, Läufer F6 zu spielen, so, um den Pre-Move zu nutzen. Aber selbst das wäre ja nicht mal so besonders gefährlich. Okay, der wird genommen. Marschier durch. Schalalalala. Nicht? Nein, hier wird passiv gespielt. Wieso denn nicht? Was weil hat er das denn viel getrot? Zu aggressiv ist. Jetzt lauf durch. Was droht er denn? Nicht. Aber... Du willst einfach nur abtauchen. Jetzt aber. Ich will einfach nur... Ne, jetzt will ich spießen. Hast erstmal den Turm nach F1 gelockt, ja? Um dann spießen zu können. So. So läuft das nämlich. Du Spießer, du. So, ein Schach und nochmal was abgetauscht und noch ein Schach. Und noch was abgetauscht. Noch was abgetauscht, damit C4. Dann noch was abgetauscht. So, den nehme ich raus und der geht durch. So, und der geht durch. Okay, nur nicht Patt setzen. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal geschafft, ne? Ja, aber wir haben noch ausreichend Zeit. Das ist gut. Okay, Noah, wir danken für die Partie. War interessant. War wirklich interessant. Wäre auch noch. Also, es ist manchmal gar nicht so leicht, ne? Das Läuferpaar war hier wirklich kein besonders großer Vorteil. Also hier sowieso nicht. Aber ja, an dieser Stelle, ne? Der Weiß ist sehr aktiv. Ich kann ohne Springer auch nicht wirklich was gegen D4 ausrichten. Ich hätte eigentlich vermutet, dass. Ja, damit C3 war ein bisschen nicht so gut. Ich hatte eigentlich gedacht, dass Springer C3 wiederkommt, mit der Drohung D5 zu spielen. Und dann spiele ich vielleicht Läufer D5, nimmt da raus, nehme ich mit der Dame. Dann kann ich auch vertrippeln, stehe vielleicht minimal besser, aber ist nicht so viel rauszuholen. Und wir hätten wohl mal matt setzen können, aber ich glaube, am Ende war es egal. Ja. Ach, ist es jetzt schon wieder soweit, dass wir die letzte Partie des Tages einläuten? Ich freue mich schon. Okay, dann zufallsgeneriere mal. Ja, die. Na gut. Wir können die Zuschauer entscheiden lassen, aber es ist leider so ein. Hast du schon generiert? Nee, du musst, glaube ich, drücken. Achso. Für 10. Von oben? Von unten. Von unten. 2, 4, 6. Ich komme doch nicht klar, 8, wie du zählst. 10, 12. Sebi ist es. Okay. Nein! Oh nein, jetzt ist es verrutscht und ich habe den falschen angenommen, glaube ich. Jetzt nimmst du mehrere Partien gleichzeitig an. Ja, komm, das kannst du jetzt auch nie machen. Sebi hat ein gutes fürs nächste Mal. Okay, also ich mache jetzt einen auf Anime-Style. Ich sehe jetzt aus wie so eine Anime-Figur und spiele blind. Melanie zieht. Auf geht's im großen Bildschirm. Ja, du musst erstmal dich präparieren hier. Also, auf geht das. C4 habe ich selber noch gesehen. Okay, dann mach mal bitte Springer F6. Ja. Ausgeführt. Danke. Springer C3. E6. D4. C5. Könnt ihr jetzt noch übergehen in irgendein Benoni oder in sonst was, alles nicht. Das. Springer F3. Mhm. Springer F3, dann machen wir mal. Das ist immer so eine Sache, warte mal, wie war denn das noch gleich? Das war schon wieder doof. Ja, nimm mal raus. Auf D4 wahrscheinlich. Ja, auf D4. Springer schlägt D4. Und dann Springer C6.
Ach so, ja, wenn er nimmt, dann Läufer G5. Läufer G5. Mach mal kreativ, wie ich bin. Mach mal Dame B6 bitte. Pre-Move. Obwohl, brauche ich auch einen Pre-Move. Ja, mach mal Pre-Move G schlägt F6 bitte. Na, das ist interessant. Ich rechne gerade sehr komische Varianten durch, die eigentlich echt cool sind. Aber wenn das kommt, Springer DB5. ja, das war ja wieder klar, dass das nicht kommt, aber okay. Okay, dann machst du bitte. Machst du bitte A6? In der Hoffnung, dass ich keine kapitalen Fehler begehe. Springer A4. Springer A4. Und Dame A5 Schach. Läufer D2. Kam. Machst du Dame zurück nach D8. Springer BC3. Machen wir D5. Pre-Move E schlägt D5. Ich sag aber, wenn es kam. Ja, bitte. E3 kam stattdessen. Nimm mal auf C4 raus. Ja. Konzentration hier. Läufer C4, machst du mal B5. Aber mit B3. Das ist mein Hauptzug jetzt so für ihn. Ah ne, das Quatsch, der ist total schlecht. Aber vielleicht hat er nichts, keine Ahnung. Ihr habt jetzt beide 3 Minuten. Okay, das muss schnell vonstatten gehen jetzt. Also auf Läufer C4 machst du B5. Auf B3 machst du B5. Und er hat Läufer. Läufer C4, B5 kam. Okay. Springer schlägt B5. A, B5. Läufer B5, Kam. Läufer D7. Läufer D7 gespielt. Turm C1. Springer nach E5, Springer C, E5, ja. Ja, ein anderer kann da nicht hin. Das ist richtig. Läufer schlägt D7. Rechnen. Dame D7. Auf Springer B6 machst du Springer D3 Schach. Es kam Springer B6, es kam Springer D3 Schach, König F1. Dame B5. Du scheinst noch einen ganz guten Durchblick zu haben. Springer schlägt A8. Springer schlägt C1 Schach. König Es kam König E1. Springer D3 Schach. Ja. Es kam König F1.
Mach mal Springer schlägt B2 Schach. Dame E2. Dame schlägt E2. Kam aber noch nicht. Aber jetzt kam es, Dame schlägt E2, Dame, Dame E2, Dame schlägt E2. Läufer nach König D6. schlägt E2, sorry, ja. Läufer hat D6 gespielt. Läufer C3. Springer nach A4. Läufer F6 nimmt es natürlich raus, G6. Ich habe es gepremoved. Ja, danke. Es kam Läufer A5. König E7. Springer B6. Springer B6. Läufer Läufer B6, B6. Turm B8. Läufer D4. E5. Läufer C3. Springer D5. Auf Läufer A1 machst du bitte Turm A8. König D3. Nimmst du auf C3 raus. König schlägt C3. König E6. A4. Läufer B4 Schach, Premove Läufer A5. Okay. Aber nicht vergessen, Ja, immerhin die. König C4, Läufer A5. Turm A1. Turm B4 Schach. König C5. Turm B2. F4. E4. Ja. Also du hast noch eine Minute und Turm D1. Läufer B6 Schach. Premove Läufer E3. König C6, Läufer E3. A5. Turm A2. König B5. Läufer 4. Ja. Ja, okay, ist ein bisschen affig jetzt. Also ich sag mal. A6. Ja, ist jetzt nur noch auf Zeit, das spiele ich so zu Ende. Na gut. Ja, also die Stellung hätte ich wohl gewonnen. Ich denke, da sind wir uns einig. Dementsprechend werde ich das jetzt so weiterspielen, obwohl ich so vielleicht auch auf Zeit gewonnen hätte. Das war mir gar nicht so Ja. bewusst. Na gut, aber auf Zeit müssen wir die Blindpartie nicht zu Ende zocken, dass es nicht Sinn der Sache. Naja, es ist ja aber auch ein Faktor. Ja, es Finde ist. ich schon. Naja, aber das ist Ist ja. ja in einer normalen Partie auch ein Faktor, Ja, wenn sicher, du. aber wir würden ja, also normalerweise, fairerweise würden wir mir ein bisschen mehr Zeit geben, weil es immer lange dauert, bis du mir Züge sagst und ich dir sie sage, die Ja, Ausführung gut, aber dauert. so ist der Modus, ne? Das ist, soll ja auch ein Handicap sein. Ich dachte, das mit den Augen verbinden reicht an Handicap. Nein. Nein, das reicht noch nicht. Okay. Aber aus meiner Sicht der Dinge fand ich eine nette Partie. Was sich am Anfang ein bisschen verzettelt hat, ne? Mit, los ging es eigentlich mit dem Verzetteln mit spätestens Springer A4. Ja, dann sind die weißen Figuren sehr unkoordiniert. Genau, weil jetzt hat es Und im Prinzip alles nichts ja. gebracht mit Läufer G5 und so weiter und so fort. Ja, das stimmt. Ja, und nach D5, weiß nicht, vielleicht muss es schon C5 machen, um nicht irgendwie verlieren zu müssen, aber naja. Aber war, Interessant. ja, also wenn ich das so sage, war eine gute Partie von mir. Nein, aber Von ja. euch beiden. Okay, das war's schon wieder für heute. Jetzt ist Schlafenszeit.
Jetzt ist Schlafenszeit. Also für mich zumindest. Ja, danke fürs Mitmachen auf jeden Fall. Danke für eure lustigen Sachen im Chat. Die letzten Minuten habe ich da gar nicht gesehen, aber bestimmt so lustig wie immer. Wie eh und je. Genau, da gehe ich davon aus. Und sonst noch einen schönen Sonntagabend. Wir sehen uns morgen oder zum nächsten Banter. Genau, morgen wieder die Lernstunde, ein bisschen Mittelspieltraining. Würden wir uns freuen, wenn ihr dabei seid. Macht's gut. Bis dann.